Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Ocarina of Time, hier bei Tritaldo. Ich habe seit der letzten Episode mir die Krabbelminen hier besorgt und habe diese in 100.000 Spielen oder so. Ich bin viele Rubine hat mich das gekostet. Aber gut, wir haben die Krabbelminen, wir haben jetzt alles, was wir hier haben wollten. Und Geld ist an und für sich sowieso kein Problem. Ich zeige euch nämlich einen sehr, sehr nützlichen Geldtrick in dem Spiel. Was ihr dafür machen müsst, ist eigentlich ganz simpel. Und zwar habe ich das mal ausprobiert. Ich hatte das zwar bisher noch nicht hinbekommen mit dem Wiedereinfangen von Käfern, aber was auf jeden Fall definitiv noch funktioniert, ist das Klonen von Käfern. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Käfer droppen und dann uns beeilen. Na komm. Dann können wir so aus einem Käfer ganz einfach mal zwei machen. Rein theoretisch mit einer dritten Flasche könnt ihr noch einen dritten Käfer einfangen. Der schwirrt hier auch noch ein bisschen rum. Und wenn ihr das tut, könnt ihr jetzt bei dem guten Herrn hier, ich spreche ihn mal an, der will irgendwas verkauft haben. Und der kauft euch die Käfer. Du Held. Ich will das dem Typen da verkaufen. Und wenn ich ihm den Käfer verkaufe, dann bezahlt er mir, wie ihr gerade gesehen habt, 50 Rubine für den Käfer. Das heißt, wie ihr schon sehen könnt, mit zwei Flaschen könnt ihr hier ohne Probleme die dicke Kohle machen, indem ihr einfach die Käfer immer wieder vervielfältigt und dann so an Unmengen von Geld kommt. Ich meine, was ihr natürlich ansonsten auch tun könnt, ist eigentlich auch ganz einfach. Geld ist in OOT nie ein Problem. Ihr könnt auch einfach hier reingehen, die Krüge zerdeppern. Hier ist gerne mal ein blauer Rubin drin. Und hier oben ist gerne mal ein blauer drin. Es ist auch ansonsten random in anderen Krügen immer wieder blaue Rubine drin. Also ich kann es nicht ganz genau sagen, wie viel das ist. Aber wenn ihr hier rein und raus geht, dann respawnen die ganzen Krüge und auch der Inhalt ist wieder da. Das heißt, hier sind wieder die 10 Rubine und ansonsten halt in den unterschiedlichsten Töpfen kriegt ihr halt so ganz schnell wieder Kohle. Wenn es im echten Leben auch so einfach wäre, man geht in irgendeinen Raum und zerdeppert das Porzellan und sackt dann die ganze Kohle ein. Und die Wache guckt einfach zu und lässt einen das machen. Aber gut, wir sind wieder aufgefüllt. Und wollen jetzt mal ganz kurz die Hymne der Sonne spielen. Und hier für Nacht sorgen. Gibt ihr jetzt hier diesen kleinen weißen Hund hier, den tappeln wir auch gleich mal an, damit er uns folgt. Müsste der richtige sein. Gehen dann hier in die Seitenstraße. Ah ne, das ist der Krabbelminen-Shop. Ihr könnt ja Krabbelminen kaufen, aber nur wenn ihr, glaube ich, die schon gefunden habt. Ich habe jetzt aber, glaube ich, meinen Hund verloren. Oder ist der nur nachts hier? Ich weiß es gar nicht so genau. Aber ja, hier könnt ihr Krabbelminen kaufen. Braucht ihr aber eigentlich? Nee. Kriegt die ja, wenn dann, umsonst. So, komm mit, Kleiner. Ist halt aufpassen, dass wir nicht irgendeinen der anderen Hunde anlabern. Damit uns auch der Richtige folgt. Dann war es nicht in den Krabbelminenladen rein, sondern dann gehen wir in den Raum. Und hier müsste die Dame sein, die ihren Hund verloren hat. Ja, wir haben Richard gefunden. Und als Belohnung dafür bekommen wir unser nächstes Herzteil. Das müsste Nummer 9 sein. Und ein Rubin, yay. Und haufenweise Pumps. Hier hinten ist, glaube ich, nichts. Ah ne, hier sind noch mehr Hunde. Also ihr seht hier überall streunende Köters. Kommen wir hier rein? Oh ja. Hallo. Du lebst ja hier. Hunde mögen die Nacht. Ist das komisch? Ich weiß es nicht. Ich mag die Nacht auch. Oh,
einen Magiekrug. Ich habe jetzt leider schon mal offscreen auf dem Weg hierher einen gefunden. Dementsprechend habe ich gar nicht drauf geachtet. Da kriegt ihr dann einen dieser "Ich habe ein neues Item gefunden" Befehl. So, da müssen wir mal wieder Tag machen. Und gehen dann zum Maskenhändler, denn wir haben ja eine seiner Masken verkauft. Wir müssen dem dann natürlich jetzt auch seine Schulden bezahlen. Hallo. Ja, hier hast du deine Rubine. Und dafür können wir uns jetzt die Schädelmaske besorgen. Die nehmen wir auch direkt mit. Da, 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 da. Neue Schädelmaske. Wunderbar. Mit der können wir erstmal noch nichts anfangen, aber was wir haben, haben wir schon mal. Falls ihr euch erinnert, ich glaube, es war in der letzten Episode, könnte aber auch schon zwei Episoden her sein. Es gab hier in Hyrule, wurde uns gesagt, dass sich eine weitere der Feen befindet. Und diese gehen wir jetzt mal ganz gemütlich besuchen. Dafür können wir uns nämlich hier hinten eine Eröffnung erbomben. Und dann finden wir die in diesem kleinen Loch hier. Eine Feenquelle, wunderbar. Hier dürfen wir jetzt wieder Zeldas Wiegenlied spielen, was ich jetzt natürlich auch erstmal wieder nachgucken muss, welches das denn war. XAY. Wie gesagt, das werde ich mir nie merken können. Das liegt einfach daran, dass ich habe das Spiel hunderte Male auf dem N64 gespielt. Ich meine, man muss dazu sagen, dadurch, dass jetzt auch der Citra-Emulator so super läuft, gibt es eigentlich fast gar keinen Grund mehr, das Spiel nicht auf dem 3DS zu spielen. Also jetzt nicht auf dem 3DS selber, sondern einfach über den Emulator am PC. Ich würde euch halt allerdings trotzdem ans Herz legen, euch das Spiel zu kaufen. Ich habe es auch auf meinem 3DS. Von daher ist das in Ordnung. Das kann Mina gerne bestätigen. Ich da drüben. Und damit haben wir unseren ersten Zauber, und zwar Dins Feuer-Inferno. Damit können wir einen dicken Feuerball auf die Welt loslassen. Damit können wir Dinge in Brand setzen. Damit können wir Leute und Sachen verbrennen. Und können es natürlich auch im Kampf einsetzen und damit richtig schön Feuer machen. Hades wäre stolz. Wir packen es mal da unten hin. Und dann könnt ihr mal gucken. Vorsicht, Feuer! Sehr schön. Unser erster Zauber. Und dann würde ich mal sagen, wir haben hier genug rumgelungert. Lass uns mal mit der guten Salia reden. Das ist hier unten. RYX. Lalalala. Ja. Hi. Ja. Der heilige Stein des Wassers. König Zora hat den. Okay. Damit wissen wir jetzt, wir müssen einen König Zora finden. Es ist jetzt nicht unbedingt der nützlichste Hinweis, aber es ist besser als kein Hinweis, würde ich mal sagen. Ein Hinweis, ein Hinweis. Und dann suchen wir mal diesen schönen König Zora. Ich kann euch schon mal so viel verraten. König Zora lebt an einem Ort, der sich der Fluss der Zoras nennt. Im Zoras Reich. Also viele Zoras, viele, viele Zs. Und da gehen wir jetzt ganz gemütlich hin. Wenn ihr auf der Karte gen rechts lauft, dann kommt ihr... Ja, komm, lauf! Dann seht ihr hier... in diese Richtung... den Ort, an den wir gehen müssen. Am schnellsten ist es in Hyrule, wenn man rückwärts läuft, aus welchem Grunde auch immer. Ich kann es euch leider nicht sagen. Was hast du denn zu melden, meine liebe Navi?
Ja, ich hab sie doch gerade um Hilfe gefragt. Meine Güte, du bist ja wieder perfekt informiert, meine gute Nase. Wir haben mal wieder einen Magiekrug, das ist gut. Ein bisschen Magie haben wir ja verschwendet. Oh. Ob wir nochmal einen Giganten beschwören können. Aber ich frage mich gerade. Nee, ich glaube, wir müssen. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Hier ist der Fluss der Zoras oder der Zora-Fluss. Unsere ersten Bomben, glaube ich. Und da ist wieder Kippora Gebora. Hallo. Das ist aber schön, danke. Okay, ein Schlaflied aus königlicher Überzeugung. Er fragt euch nicht mal, ob er euch alles 15 Mal erzählen soll. Er ist dafür aber nicht weniger nervig, denn wenn ihr jetzt den Ort verlasst und wieder herkommt, dann sitzt er wieder hier. Hier finden wir die nächste unserer Skulpturen. Das müsste Nummer 21 sein. Wunderbar. Um hier durchzukommen, brauchen wir Bombenstimmung. Da haben wir beim letzten Mal noch nicht hier gewesen. Hier meldet sich unser Finde-Finde-Stein. Da müsste irgendwo ein Loch sein. Ich glaube, so finden wir es nicht. Muss ich wahrscheinlich irgendein Lied spielen. Nein. Was muss ich da machen? Habe ich doch gerade gemacht, ging doch. Hat doch nicht funktioniert. Da war dieser Steinkreis und inmitten dieses Steinkreises musst du Bomben machen. Aber hier passiert nichts. Das habe ich schon mal probiert. Hier ist der Schmetterling. Ja, das wollte ich. Die Bombe hat das Hühnchen gegrillt. Und das werden wir bereuen. Denn die Hühner sind jetzt angepisst und wollen uns sonst Leder. Wir ergreifen die Flucht, bevor wir von den Göttern der Hühnerillos gemordet werden. Seht ihr, jetzt ist die blöde Eule wieder da. Das meinte ich. Ja, bla bla bla, bla 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 bla, haben wir schon, bla 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 bla, bla bla bla, Schlaflied, bla bla bla. Ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass du hier die Hymne des Sturms spielen musst, damit hier der Tor aufgeht, denn mit den Bomben kann ich hier nur... das Hühnchen ärgern. Das wollen wir nicht. Ansonsten, was ich weiß, ist, bei Schmetterlingen kann man, glaube ich, den Stab irgendwie für irgendwas benutzen oder so. Ich kann das machen. Aber hier ist auf jeden Fall kein Bombenort. Das Hühnchen nehmen wir mal mit. Das machen wir später. Ja, wir reden erstmal mit dem hier. Hallo, der ist hier ganz genüsslich am Futtern. Bei dem wollen wir erstmal einkaufen. Wir brauchen Wundererbsen. Er verkauft uns diese für 10 Rubine. Und er ist die auch immer schön selber brav am Futtern. Unsere ersten Wundererbsen. Davon sollen wir jetzt mindestens 3 Stück kaufen. Wir nehmen jetzt einfach mal mit, so viel wie wir uns leisten können. Eine Menge Orte. Die werden auch immer teurer. Mit jedem weiteren Mal will er 10 Rubine mehr dafür. Insgesamt verkauft er euch 10. Langsam wird es aber mit der Kohle knapp. Mehr können wir uns dann jetzt auch nicht mehr leisten. Und die Wundererbse hier. Ich versuche immer so ins Menü zu kommen. Das ist eigentlich eine gute Idee, um die da unten hin zu platzieren.
Wir pflanzen ein Erbschen. Und haben ein Blümchen. Wunderbar. Ja, das stimmt allerdings. Da haben wir noch nicht alle Songs. Wir nehmen jetzt unser Hühnchen mit und sehen uns hier mal ein bisschen um. Ein neuer Gegner, ein Octorok. Davon sehen wir später noch mehr. Hier gibt es mehrere Herzteile, an die wir nur rankommen, indem wir Hühnchen benutzen. Hier müsst ihr im richtigen Zeitpunkt das Hühnchen fallen lassen, dann kommt ihr hier rüber. Und dann könnt ihr so an dieses Herzteil ranspringen. Damit haben wir Nummer 10. Müssen wir uns unser Hühnchen wiederholen. Denn es gibt hier noch ein Herzteil, an das wir nur mit der Hilfe von einem Hühnchen rankommen. Wir müssen mal aufpassen, dass uns das Hühnchen nicht abhaut. Komm, komm, komm schon. Blödes Viech. Komm her, komm her. Nicht da. Suizidhühnchen. Jetzt können wir es natürlich nicht mehr einfangen. Das hat sich jetzt auch einfach mal so hochgebackt, warum auch nicht. Soll der mal machen, ne? Hallo, blauer. Da ist der Octorok. Jetzt haben wir natürlich wieder haufenweise Rubine gefunden, das ist natürlich schön. Jetzt sogar noch mal ein paar Und durch die Magie der Hühnchen oder wie auch immer das funktioniert hat, hat der sich jetzt wieder hierhin begeben. Hallo Kollege. So, nehmen wir mit. Und noch ein Wundererbschen. So. Erbst mal hier, Hühnchen. Komm mit. Wir müssen nämlich noch weitere Teile sammeln, dafür brauchen wir die Hilfe des Hühnchens. Oh wow, warum sind die denn jetzt hier oben? Die waren jetzt aber auch stabil, meine Freunde. Ja. Komm mit, Hühnchen, komm mit. So, jetzt aber. Denn mit der Hilfe des Huhns können wir uns jetzt ganz am Ende ein weiteres Herzteil einverleiben. Das ist wichtig. Aber für die Skulptur brauchen wir das Hühnchen gar nicht mehr. Da vorne schwebt das Herzteilchen und haben wir das Herzteil. So. Ja, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Kannst hier bleiben. Die Skulptura befindet sich hier. Wunderbar. Hier in dem Wasserfall befinden sich, soweit ich weiß, ein paar Rubine. Die wir aber nicht so einfach rankommen, weil wegen Römung. Das kann sogar sein, ist das erst das Erwachsene? Das kann natürlich auch sein. Soll uns nicht weiter aufhalten. Ich würde aber auch mal sagen, hier rastloser Wasserfall dient dem König der Hyrulianas. Hier in diesem wunderschönen Wasserfall, mit diesem wunderschönen Ausblick, mit dem Mond, der gerade untergeht,
erwartet uns ein neuer Tag und an einem neuen Tag geht's hier weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier. Bis dahin, ciao, Leute. Euer Tridik.